Hallo und herzlich willkommen beim nächsten Part. So, ich setze mich hier erstmal hin und jetzt zeige ich euch, wie ihr hier schöne Umrandungen drum macht, um die Insel auch noch besser hervorzuheben, weil so ist sie einfach noch so sie gleicht sich noch so an die Ebene an. Dazu wählt ihr zum Beispiel mal diesen ersten See, mit dem fangen wir mal an, mit dem hier. Den habe ich jetzt ausgewählt, ich habe die Ebene 2 ausgewählt, weil würdet ihr zum Beispiel das Wasser auswählen und dann hier hinklicken, dann wäre auf einmal hier alles so komisch ausgewählt. Nein, aber ich wähle die Ebene 2 dafür. Dann geht man auf Bearbeiten, Kontur, Füllen. Für diesen See würde ich mal 3 Pixel wählen. Wenn ich jetzt die Auswahl wieder aufhebe, dann seht ihr, das hat so eine Kontur drumherum. Und die wirkt doch schon hervorhebend. Auf jeden Fall, das wirkt gut. Wenn wir das jetzt nochmal bei den anderen Seen machen, zum Beispiel bei dem hier, Kontur füllen, 3 Pixel, dann sehen wir, dass das wirklich für diese Masse so wirkt. Und ich kann das nicht beschreiben, aber ihr wisst, was gemeint ist. So, haben wir noch einen weiteren See? Nein. Doch, einen haben wir noch und der befindet sich hier rechts. So, bearbeiten, Kontur, füllen. Dasselbe können wir jetzt für die ganze Ebene machen. Wir wählen die komplette Ebene aus. Ah, hätte ich ja nicht mal das machen müssen. Naja, machen dann Kontur füllen und dann 3 Pixel. Und wenn ich jetzt die Auswahl aufhebe, ja, jetzt ist dieser Rand natürlich dicker. Ich habe da einen gravierenden Fehler gemacht. Ich muss nochmal komplett zurück. Das habe ich gerade nicht bedacht, dass ich ja damit auch die Seen auswähle. Gleich sollte es wieder zurück sein und jetzt. Ja, jetzt. An dem Stand sind wir. Nein, einfach nur komplett auswählen. Entschuldigung, macht es nicht, was ich gesagt habe. Komplett wieder zurück. Und jetzt Kontur füllen. 3 Pixel. Und jetzt sollte das natürlich schon mal viel besser aussehen. Jetzt sind nämlich überall 3 Pixel, auch hier außen an der Scheibe. Sozusagen hier. Aber ich weiß nicht, ob es sogar gut aussehen würde mit 4 Pixel. Das können wir noch einmal. Ja, dann müssen wir jetzt einmal 1 Pixel nehmen. Der wird nämlich da drauf gerechnet, weil das Schwarze nämlich als Ebene anerkannt wird. Ja, das finde ich noch besser. Mit 4 Pixeln, das sieht noch viel besser aus. So, was wir jetzt noch machen können, um zum Beispiel noch was zu verbessern. Ich suche mal hier, ich habe hier noch einen ganzen Ordner nur mit Grafiken für Karten. Jetzt, natürlich, das ist eine Landkarte, aber hier, die Landkarte hat gar keine Höhe. Ich meine, es ist flaches Land jetzt hier. Was wir jetzt einfügen sollten, wären zum Beispiel Flüsse oder Berge. Und ich glaube, das werden wir jetzt machen. Ich muss mal eben hier meine Aufnahme angucken, wie lange die denn. Nee. Das ist der vorherige Part, der noch fertig gerendert hat eben. So, 3 Minuten. Gut, da haben wir natürlich noch fett Zeit hier, was zu machen. Ne? Soll ich erst die Berge zeigen oder soll ich erst zeigen Flüsse? Ich würde sagen, wir machen erstmal die Flüsse. Ey, muss erstmal hier rein. Und dann wählen wir uns den Pinsel aus, stellen den auf. Ich glaube 5 Pixel waren das. 5 Pixel, genau. Härte 0%. Ist ganz wichtig, sonst wirkt es nicht. Farbe sollten wir Farbe des Wassers auswählen. Nehmen wir mal. Ihr könnt natürlich auch das am Ende noch mit dem Muster wieder überlegen, aber ich weiß ja nicht. Dann ganz wichtig, die Grasebene auswählen, weil sonst sieht man das definitiv nicht. Wir haben diese Kontur übrigens auch auf der Ebene 2 gemacht. Das fand ich noch persönlich besser, weil am Ende kann man die dann einfach trotzdem da belassen und die ist wichtig, die eben. Und wenn man die auswählt, dann ist das alles perfekt. Und außerdem, wenn ich darauf male, wird die auch noch da sein. So, dann malen wir hier mal einen Fluss hin. Ganz wichtig war jetzt, die Härte auf 0% zu lassen. Da nun eben das an dem Rand des Flusses unscharf aussieht. Ich kann das euch hier an den Pixeln zeigen. Da ist nicht jeder Pixel wirklich so ausgewählt. Bei Härte 100%, da wäre das dann so, dass das komplett gefüllt wäre. Und das würde für den Fluss nicht gut aussehen. Das kann ich euch so versprechen. Und das sieht jetzt aus wie ein Fluss, der da reinfließt. Ja, super sind wir, ne? Obwohl der See natürlich noch ein bisschen unnatürlich wirkt. Das werden wir aber auch noch definitiv ändern müssen. Dann gucken wir mal, wo wir noch einen Fluss hier reinziehen können. Ich finde, es passt gut, wenn da noch ein Fluss reinkommt. Hier, da. An dieser Stelle, das wirkt wie so eine Einbuchtung schon. Und dann ziehen wir hier mal so einen Fluss lang.
Natürlich euer Gestalten, eure Landkarte. Ihr könnt die gestalten, wie ihr wollt. Und dann hier noch eine Abzweigung. Und die mal hier. Dann ein kleiner Trick von mir. Stellt den danach auf 4 Pixel. Mal ein bisschen weiter. Stellen sie danach auf 3 Pixel. Mal ein bisschen weiter. Und dann sieht es schon so aus, als würde er fast verlaufen, aber zum Schluss noch mal einmal auf 1 Pixel. Und so sieht es aus, als würde der Fluss dahin versiegen sozusagen. Oder ja, das gleiche machen wir noch einmal hier. 4 Pixel, 3 Pixel, das mit 2 Pixel kann man natürlich auch noch machen, dann wirkt es noch mal feiner, aber... Server ist ausgerastet. Welcher Server? Ich habe gar keinen Server offen. Zieh ich mir mal eben zur Seite. Ja, wechseln zu. Verarsch mich nicht. Okay. Ech. So, das sieht auf jeden Fall schon mal viel besser aus. Dafür beende ich jetzt mal die Aufnahme. Ach, schon wieder der falsche Tab. Naja, es geht ja 6 Minuten. Ne? Ich habe euch hier schon extra gegeben. Jetzt haben wir, heute habt ihr gelernt, wie ihr so eine Kontur drum macht und Flüsse erstellt. Man kann natürlich noch mehr Flüsse erstellen, aber ich finde, das könnte man so belassen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt viel gelernt und schaut euch doch auch das nächste Tutorial an. Tschüss.